Flieger, Flieger, zusammen sind wir Sieger. Am Heldenberg zusammenstehen, gemeinsam in die Zukunft sehen. Flieger, Flieger, klingt es immer wieder, wo man viele Freunde trifft. Flieger, Flieger. Jedes Jahr zur selben Zeit macht sich groß und klein bereit. In Buxtehude gehen die Tore auf. Es ist Fliegerzeit, jeder freut sich drauf. Radio Rie ist in aller Munde. Dazu gibt's Wein aus aller Welt, Musik und Stars zu jeder Stunde und gute Stimmung im Messezelt. Viga, Viga, zusammen sind wir. Die Viga selber steht 2017 unter der Sonderschau Erde. Erde für wachsend, blühend, erfolgreich, aber auch ein bisschen urchig. Gestartet haben wir gut. Wenn man ins Liechtenstein durchfährt, sieht man mindestens schon ab heute weg die sympathische Messe für beide Rheinseiten. Das ist eine richtige Begrüßung. Morgen weg hängen Plakate rum, Richtung Rheintal, Appenzell Vorderland, Richtung Sargasserland, anfangs nächste Woche und in Stockenburg. Toi, 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 für eine schöne Wiege 2017 gibt es das Wort Urs Luffy. Geschätzte Damen und Herren, liebe Wiegenfamilie, im Namen des Verwaltungsrats begrüße ich euch auch ganz herzlich zum heutigen Spatenstich. Wir alle spüren es, der Herbst nimmt langsam Einzug. Herbstzeit ist Wiegenzeit. Es ist wieder eine Woche, die vor uns steht, wo Ausnahmezustand herrscht im Werdenberg und auch im Liechtenstein, weil man trifft sich an der Wiege. Ich möchte allen ganz herzlich danken, die hier mitschaffen tun, die mithelfen tun, dass auch die Wiege 2017 wieder ein grosser Erfolg wird. Der Dank geht vor allem natürlich auch an all die über 200 Aussteller, die wir haben. Nur dank ihnen ist es möglich, dass wir einen Leistungsstall präsentieren können, hier im Werdenberg, der eben zeigt, dass Handwerk bei uns nach wie vor goldenen Boden hat. Ich wünsche uns allen eine ganz tolle Wiege, noch eine gute Zeit für die restlichen Vorarbeiten und wir freuen uns, euch alle miteinander zu treffen, ab dem 9. September hier auf dem Marktplatz Buchs. Danke vielmals. Wir haben dazu ein ganz schönes Kistchen. Der Oli wird uns erklären, was in dem Kistchen hinten ist und was der Grund ist und was entstanden ist. Der Grund ist, der Paul ist zu uns zwei gekommen und hat gefragt, ob wir ein gutes Käschen machen für die Wiege. Dann haben wir auch uns ein bisschen beraten und haben gefunden, ja, dann können wir in der Alpsennerei Höhe mit bester Alpmilch und haben uns dann für die Grösse und die Mutschli entschieden. Wir haben noch ein bisschen umgetüftelt an den Kulturen und jetzt haben wir ein super Produkt, passend zu dieser super Ausstellung, die hier im Herbst ist. Ja. Besten Dank. Wo kann man die Käse nachher auch kaufen, während der Wiege und nach der Wiege? Also ich sage jetzt einmal, bis im November ist die Alpsennerei Höhe sicher noch offen und nachher kann man sie in der Molkerei Graps Dorfstrasse kaufen. Ja. Sehr gut. Dann höre ich mal schnell Werner Marti dafür bitten. Er hat nämlich den allerersten Käse von dem Mutschli können probieren und hat ihn bekommen. Also vielleicht einen kurzen Kommentar abgibt. Er ist ja bekannt als echter Käsekenner hier im Werdenberg. Werner? Der Käse, der hat mich natürlich grauen. Den habe ich nicht angehauen, weil ich am September noch einen Käseabend mit verschiedenen Leuten hatte und ich schön reinverlassen. Aber ein Kollege hat mir Feudio-Bachen-Käse gebracht von der Höhe. Das ist ein letztjähriger und ein heuriger. Da kann man nur sagen, super Käse. Danke. Und den anderen probieren wir schon. Er gibt dann den Kommentar ab in 2 Jahren. Danke vielmals, Werner. Jetzt hätte ich noch gerne den Peter Schiebli da vorne. Ja, die Wiege ist natürlich erdig, oder? Und der Käse gehört dazu. Und ich denke auch mit diesen zwei, die wir da hinten haben, als Galionsfiguren von der Region, haben wir die Verbindung vom Käse zu der Erde perfekt. Geht mehr durch. Ernst zum Röni hören.
Kommt ein bisschen kompakter zusammen. Einfach hier in der Mitte noch ein bisschen Luft, über einen schmalen noch. Gut, jetzt schon ein bisschen länger. Sie gehen ein bisschen schwerer raus. Ein bisschen kompakter hintereinander. So. Jawohl, ein bisschen näher. Hier auch ein bisschen kompakter. Der Rapper geht dahin weiter, machen sie ein bisschen flüssend. Die, die nachher die Leiter heim und nach Hause gehen. Käser schneiden den Käse offen, verteilen den Käse ein bisschen, schwärmen von dem Käse und denken daran, das Wiegenmutschli ist ein bisschen Symbol von der Wiege 2017. Danke vielmals, dass wir mitgemacht haben und toi toi. Ja. Was ist denn speziell? Ja, Kulturen haben wir ein bisschen geändert und super Milch halt vom Grabser Berg.